Vom 6. bis zum 8. September wurde in Doblach handgemäht, was die Sense hielt. 90 Athleten kamen ins Pustertal, um sich bei der EM im Handmähen mit den Besten aus 6 Ländern zu messen. In beeindruckend schnellen 2 Minuten und 26 Sekunden mähte Armin Becher sauber über die 100 Quadratmeter Wiese. Der Schweizer sicherte sich so den Europameistertitel. Bei den Frauen dominierte Margit Steinmann aus Österreich. Sie mähte das 35 Quadratmeter große Wettbewerbsfeld in 1 Minute und 6 Sekunden. Die Südtiroler Mäher schafften es zwar nicht aufs Treppchen, aber in die Top 10. Christine Innerhofer aus Föhran mähte sich auf den 6. Platz, gleich dahinter landete die derzeitige Landesmeisterin im Handmähen, Brigitte Goller aus Kastelruth. Christian Isara aus Abtei erzielte bei den Herren mit dem 9. Platz das beste Südtiroler Ergebnis.